Willkommen zu einer neuen Folge von Frag den Don. Heute beschäftigen wir uns mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel. Die Bibel ist ein sehr dickes Buch, mit vielen Büchern darin. Eigentlich ist die Bibel eine ganze Bibliothek. Die Bibel besteht im Grunde aus zwei Teilen, dem Alten Testament oder dem Ersten Testament, wie man es auch nennen kann, und aus dem Neuen Testament. Im Alten Testament geht es vor allem um das Volk Israel und im Neuen Testament um die Geschichte rund um Jesus. Die Bibel beginnt mit dem Buch Genesis, was so viel bedeutet wie Entstehung, Schöpfung. Und die Bibel endet mit dem Buch der Apokalypse, was so viel bedeutet wie Offenbarung. Auch darin kommt Schöpfung zum Ausdruck, nämlich neue Schöpfung. Darin heißt es nämlich, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird. Was die beiden Teile miteinander verbindet, das ist das Suchen und Finden von Gott. Das ist das Bestreben, das Heil zu erlangen und zur Erlösung zu kommen. Lass dich also auf die Bibel ein. Es steckt sehr viel Interessantes, sehr viel Spannendes und auch das eine oder andere Lustige darin.